Also sortieren nach Hersteller. Ja, tatsächlich, habe ich schon mal bekommen. Kann ich also verkaufen. Also, dann nochmal zur Kampagne GT-Liga. Nochmal Langstrecke für Gruppe 3. Und da habe ich genug Auswahl. Da habe ich jetzt wirklich viel. Oh, den einen SLS könnte ich mal wieder verkaufen hier. $4,58. Ist ja eh mein Lieblingswagen. Also, was haben wir jetzt so für Gegner? Ein Citroen GT, ein Z4, Mustang, RCF, M6, AMG GT, 911 RSR, WRX, nochmal ein M6, Lancer, RCZ, V12 Vantage oder V12 Vantage, FT1, 458, Corvette C7, Huracan GT3, Atenza Group 3, ein 4C, ein Genesis und nochmal ein 458. Da ist nahezu das ganze Feld vertreten, also wirklich sehr viel. Gut, aber jetzt werde ich zuerst mal zu den Fahrzeugeinstellungen gehen. Da bleiben wir natürlich bei 100-100. Wir fahren zuerst mit harten los. Setup lasse ich so. Aber der Abtrieb, ja, da gibt es nicht viel einzustellen. Ach, lassen wir auch so. Passt so. So, Fahroption. Kann ich da was einstellen? Nee. Was für eine Scheiße. Ich kann nicht einstellen, ob ich da mit wie viel Sprit ich ins Rennen gehen will. Was soll denn der Dreck? Das ist wirklich ein Dreck. Ich kann nicht mal einstellen, mit welchen mit wie viel Sprit ich losfahren möchte. Das ist verschissen. Das ist echt verschissen. Na egal, dann fahren wir einfach mal so los. Zuerst mit harten Reifen. Um auf Nummer sicher zu gehen. Sechs Jets. Beziehungsweise sechs Flugzeuge. Ich denke, dieses Rennen werde ich ein bisschen weniger als eine Stunde abschließen. Das Traurige hier ist einfach, schon dieses Rennen alleine dauert länger als das längste Rennen in Gran Turismo 6. Ein bisschen Windschatten ziehen und damit ein bisschen Benzin sparen.
Ja, der Massa hat da schon ziemlich gedrückt. Monza ist einfach so, da muss man zuerst die Bremspunkte finden. Ebenfalls gut an Monza, man verbraucht praktisch keine Reifen. Die meisten Kurven sind relativ... Ah, das ist jetzt der dümmste Moment, wo ich den Fehler machen konnte. Was ich sagen wollte, die meisten Kurven in Monza sind ja relativ langsam. Da verliert man also nicht so viel Zeit. Beziehungsweise da verliert man nicht unbedingt viel Reifenperformance. Bisschen vor dem 150 Meter Schild, das ist ein guter Bremspunkt. Bleibt einfach immer bei diesen 59 Sekunden der Rückstand. Da kann ich machen, was ich will. Ich werde hier wahrscheinlich nur einmal stoppen.
Oh, da musste ich aufpassen. Da habe ich jetzt richtig Zeit verloren. Erste ist schon in die Box gefahren. Mehr Traktion, aber vielleicht auch weichere Reifen. Keine Ahnung. Weniger Sprit, keine Ahnung. Ja, der Watson ist jetzt auch an die Box gefahren. Schaut euch mal an, wie der Lamborghini vorbeifährt, als wäre es das Einfachste der Welt. Das Einfachste auf der Welt. Konnte der so gut bremsen? Alter, jetzt hör mal auf, die ganze Zeit mich auszubremsen. Der im Subaru heißt früh auf. Das sollte man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Früh auf.
Ferrari ist einfach mega langsam auf der Geraden. Das ist unglaublich. Nicht mal im Windschatten komme ich dem Lamborghini hinterher. Ich denke, für den zweiten Stint werde ich auf mittlere Reifen wechseln. Aber ich muss auf jeden Fall zweimal in die Box. Dann werde ich am Schluss wieder die weichen Reifen aufziehen für 5 oder so Runden. Keine Ahnung. Es ist einfach so, auf der Geraden habe ich keine Chance. Die gehen jetzt erstmal an in die Box. Ich kann wohl noch eine Runde draußen weiterfahren. Also ab in die Box. Also Mittel und dann tanke ich mal voll auf. Und 97 Liter. Auch 100 sein können. Aber egal. Puh. Glück gehabt. Und wieder bin ich hinter dem Negri.
Keine Chance, ich habe auf der Geraden einfach überhaupt nicht mal den Ansatz einer Chance.